stellen. Genau, so, heute, wichtigster Tag. Andrea hat wieder kein Konzept, denn das haben wir schon zur letzten Wintersonnenwende verabschiedet. Was habe ich vorbereitet? Ihr braucht in den nächsten Tagen und auch für heute eine Schale. Und ich habe mir hier eine dicke Kerze in die Mitte gestellt. Vielleicht habt ihr sowas auch. Seht ihr das? So eine Schale. Darin werden wir Zettelchen verbrennen, auf die wir das schreiben, was wir heute loslassen möchten. Und habt bitte Feuerzeug dabei. Und ich habe mein Salbei dabei zum Räuchern. Wenn ihr sowas nicht habt in der Form, könnt ihr euch auch für die nächsten Tage, muss auch heute noch gar nicht sein, so eine Schale machen, wo ihr Dinge zum Räuchern reingebt. Zum Beispiel Thymian, Wacholder habe ich hier drin, Myrrhe, Salbei. Also man kann sogar Thymian-Tee nehmen zum Räuchern, der reinigt auch. Eine Liste habe ich hier in die Facebook-Gruppe gestellt. Und die auf Zoom, die müssten sich das mal mitschreiben. Genau. So. Was feiern wir heute? Wir feiern heute die Christine, du hast eine E-Mail bekommen mit dem Zoom-Link. Hi, Alex, wie schön. Wir feiern heute die Rückkehr des Lichtes. Und zwar, weil der Tag heute der kürzeste im Jahr ist und der Stand zur Sonne am niedrigsten ist. Also die Sonne steht zum Planeten Erde am niedrigsten. Und heute ist auch noch ganz was Besonderes, nämlich Uranus und Jupiter treffen heute aufeinander. Also die kollidieren nicht miteinander, aber die stehen so hintereinander, dass wenn wir es jetzt am Nachthimmel schauen, und die suchen, dann sind die so hintereinander, dass sie sich so kreuzen wie ein Weihnachtsstern. Und das passiert nur alle 80 Jahre. Und heute ist dieser Tag. Und das Schöne ist an diesem heutigen Tag, und das spürt ihr vielleicht auch schon in den letzten Wochen und Monaten, macht sich immer mehr das Dunkle vom Acker. Auch wenn es im Außen nicht so ausschaut, nur wir nehmen das Dunkle, und ich sage nicht das Böse, sondern das Dunkle im Sinne der Dualität, den Schatten. Da, wo das Licht ist, gibt es ja auch den Schatten, ne? Das Dunkle, den Schmerzkörper, das Ego verabschiedet sich immer mehr und wir kommen immer mehr in Frieden und in die Liebe. Und wenn wir heute dieses Lichtfest feiern, dann feiern wir noch meines Erachtens viel stärker, dass das Licht gänzlich in unsere Welt kommen darf und die Dualität aufhört. Nicht nur, weil gerade die Planeten so stehen, weil heute der kürzeste Tag ist. Und wer von euch, schreibt es gerne mal in den Chat, wer möchte mit mir heute gemeinsam noch viel mehr Licht einladen, dass die Spaltung aufhört, dass der Hass aufhört, dass alles, was dunkel ist, der Unfrieden aufhört, die Auseinandersetzung, die Aggression, Manipulation. Dann schreib mal rein, ich bin dabei. Wir machen dazu eine schöne Übung. Wir machen gleich eine Meditation dazu. Und vielleicht kann ich euch einladen dazu, dass ihr das schon mal auf Zettelchen schreibt, und ich habe dafür ganz normale Post-its da. Schreibt doch mal auf Zettelchen, auf jeden Zettel immer eines, was ihr nicht mehr haben wollt. Und das kann in deinem Leben sein, das kann aber auch sein, dass du das beobachtest im Außen. Die Dinge, die ausgedient haben, die uns voneinander trennen, die uns nicht in Harmonie leben lassen und die Stillstand bedeuten, statt Wachstum, statt Bewusstwerdung, statt, du weißt, was ich meine.
Und ich mache mit und ich erzähle dir auch gerne, was ich hier drauf schreibe, während du das auch machst. Wir steigen sofort ein hier. Denn ich möchte erstmal mit euch Platz schaffen. Ich schreibe mal hier den Unfrieden auf. Und ich mache mir hier so ein Röllchen. Und gebe ihn ins Feuer. Das kannst du jetzt nicht sehen. Ich mache das jetzt einmal und dann weißt du, wie ich das mache. Ich lasse das hier rein, die Kerze, ups, und lasse es in dieser Schale verbrennen. Du kannst dir auch eine Kerze nebenan haben und dann eine Schale daneben. Und ganz bewusst schaue ich auf den Zettel, wie er verbrennt. Ganz bewusst. Und verabschiede den Unfrieden. Der stinkt ganz schön. Und du kannst auch mal... Puh, der stinkt. Halleluja. Du kannst doch mal, wenn du ein Zettelchen verbrennst, kannst du mal schauen, wie langsam das geht oder ob der gänzlich verbrennt oder ob der irgendwelche Töne macht. Wenn du ganz bewusst dabei bist, wirst du das spüren. Hass. Hass. Ab in die Flamme. Interessant, wie das verbrennt. Und lass es los. Falls du da irgendwo noch einen Anteil in dir hast, der auch hässlich ist, wenn du andere bewertest, wenn du schlecht über sie redest, wenn dein Herz zu ist, wenn dein Herz sich verkrampft, wenn du an bestimmte Menschen denkst. Da wird es wahrscheinlich nicht viele bei euch hier geben, denn ihr seid alle Lichtarbeiter und sehr bewusst. Aber wer weiß? Schön, dass ihr alle dabei seid. Yes, 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 lese ich da. Wie schön, cool. Was möchte ich noch loswerden? Und ich lasse es euch extra nicht in die Kommentare reinschreiben. Ihr macht das für euch, ja? Ihr sammelt ganz viel. Spaltung. Die darf sich auflösen. Ups, jetzt geht meine Flamme. Und während du siehst, wie es verbrennt, schau mal, dass du dich dem Thema vollends hingibst. Wo spaltest du? Wo entfernst du dich von Menschen? Wo gehst du in die Flucht oder in den Rückzug, statt da zu bleiben und im Feuer zu stehen? Das brennt langsam ab. Wow. Und dann sei einfach mal mit dieser Spaltung, sei damit. Und gib dich diesem Thema vollends hin und du wirst merken, wie befreiend das ist. Rechthaberei. Als Tochter einer Lehrerin liebe ich das, wenn jemand anderes immer Recht haben muss. Und Lehrer haben immer Recht. Das Thema begegnete mir in den letzten Tagen auch wieder im privaten Bereich. Und ich gebe mich jetzt meinem eigenen Recht haben hin, denn es zeigt sich im Außen, es bäumt sich auf, wenn ich das auch noch in mir habe. Ich bin
jetzt einfach mal mit meiner eigenen Rechthaberei. Wo maße ich mir an, mehr zu wissen als andere? Und tschüss. Und ich mache das nicht einfach weg, sondern ich gebe mich meinem eigenen Standpunkt, meinem Recht haben hin. Im Recht haben steckt immer das Siegen, das Gewinnen wollen und nicht verlieren zu können. Wenn wir versuchen, Recht zu haben und die Meinung des anderen nicht akzeptieren und tolerieren, erzeugen wir Spaltung, Trennung und Kampf. Und das ist nicht das, was die Menschen wollen. Das ist nicht das, was selbst der Mensch auf dem dein Gegenüber, was dein Gegenüber möchte, wenn er eine andere Meinung hat. Er möchte auch Frieden. Er weiß nur oft nicht, wie es geht, weil wir es verlernt haben. Und durch die Hingabe ans eigene Recht haben wollen und auch mal Unrecht zu haben, an diese Hingabe, wenn du dich beidem hingibst, Unrecht zu haben und Recht zu haben, löst du es auf. Es wird neutral. Alex, die Eifersucht hat gebrannt wie Zunder und Mangel, Missgunst gleich mitgenommen. Wie geil ist denn das? Juhu! Eifersucht habe ich nicht. Neid habe ich auch nicht mehr. Leute, ich hab mir gestern noch mal ein paar Rauhnachts-Lives von mir vom letzten Jahr angeschaut. Da war Neid das Erste, was ich verbrannt habe und ist mir aufgefallen, ich habe das gar nicht mehr. Ich habe das nicht mehr in meinem Leben. Und ich selber habe den auch nicht mehr. Konkurrenz. Konkurrenz habe ich mit Berenice vor kurzem erst wirklich bereinigt, auf einer noch tieferen Ebene als bisher. Auch durch totale Hingabe an Konkurrenzdenken. Und was steckt da drunter? Ist Mangel. Mangel könnt ihr auch auf den Zettel schreiben, da wischt ihr eigentlich alles, was dunkel ist. Und das mache ich jetzt fürs Kollektiv. Ihr müsst wissen, wenn ihr das hier mit mir macht, dann macht ihr das mit fürs ganze Kollektiv, weil ihr bewusst werdet, und damit ganz viele, jede Bewusstwerdung von dir nimmt 300.000 andere Menschen mit. Jede einzelne Erkenntnis. Na, das ist aber ein Jauchzen hier. Sehr interessant. Aha. Die will nur ganz langsam mitgehen. Sehr interessant. Die will nicht richtig verbrennen, da muss ich nachher nochmal nachschieben. Und ganz wichtig, das Gegenteil von Liebe. Was ist das Gegenteil von Liebe? Wisst ihr das? Das, was am meisten geschürt wird im Moment, in den Medien, in den neuen Regulationen, die ganze Covid-Situation ist aufgebaut auf was? Jetzt traut ihr euch das nicht reinzuschreiben, weil ihr denkt, es manifestiert sich wieder. Genau, die Angst, Petra. Ah, die lassen wir gehen. Angst, das wisst ihr, ist nicht real. Wir können heute nicht mehr sterben. Im Sinne von alles verlieren und verhungern und nichts mehr zu haben. Und selbst wenn du deinen Körper verlassen solltest, selbst wenn du Corona bekommen solltest und solltest dran sterben, du als Wesen stirbst du nicht, du verlässt nur deinen Körper. Lasst uns mal gemeinschaftlich der Angst hingeben. Überall, wo du noch Angst hast, egal welcher Art, zu wenig Geld zu haben, zu wenig geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein. Boah, die brennt schnell. Leute, ist das toll.
Die brennt schnell und die nimmt die Konkurrenz mit. Juhu! Gib dich der Angst hin. So, ihr Lieben, jetzt haben wir mal ein paar Sachen verbrannt. Ihr könnt das noch beliebig fortführen. Ich würde das machen bis zum 25., bis wir richtig mit den rauen Nächten starten, dass du alles, was dir einfällt, in die Feuerschale gibst. Boah, jetzt lodert die Konkurrenz. Die ist ja auch nur auf Angst aufgebaut. Seitenpapier brennt cool, ja, das glaube ich. Ist ganz leicht und fluffig. Und das stinkt nach der Farbe. Ich hätte Ökopapier nehmen sollen. Und ich lade dich ein, dann später auch noch, wenn du die Zettel verbrannt hast, zu räuchern. Ja, dass du dann im Raum herumgehst. Wie machst du das? Vielleicht hast du das ja auch noch nie gemacht. Du zündest das, was du am Räucherwerk hast, an und schaust, dass die Flamme wieder erlischt und dann, dass der Rauch aufsteigt. Und dann gehst du herum, wenn du Salbei so bindest, dann kannst du schön damit wedeln. Dann gehst du in alle Ecken deines Hauses und sagst überall, wo in diesem Haus hier Dunkelheit ist, du darfst jetzt gehen. Dunkelheit darf weichen und ich lade das Licht in dieses Haus ein. Und du kannst auch die Liebe einladen, das, was du gerne haben möchtest. Okay? Und nach dem Räuchern kann ich dir empfehlen, dass du noch einen schönen Duft versprühst, den du gerne magst und mit Wasser auch noch ein bisschen reinigst, also so Wasser versprützt. Dadurch gehen die Geister auch, die dir nicht beitragen wollen. Und wir laden gleichzeitig jetzt gemeinsam, darauf habe ich so Lust, in einer Meditation das Licht und unsere Geistführer ein. Ich möchte noch was zu den Rauhnächten sagen. Die Rauhnächte sind die Tage zwischen dem heutigen Tag, eigentlich beginnen sie an Heiligabend bis zu Heilig Drei Könige, wo die Erde ganz still wird. Dadurch, dass sie sich wieder um die, also die bleibt mal, die Erde dreht sich ja die ganze Zeit, ne? Und die bleibt mal kurz stehen. Das ist morgen der Fall. Morgen bleibt sie kurz stehen und dann dreht sie sich wieder weiter. Und in dem Moment, sobald sie sich weiter dreht, wird der Samen fürs neue Jahr gesetzt. Du wirst spüren energetisch, dass es ganz still ist draußen. Und durch diese Stille, oh, die Konkurrenz hat meine Kerze kaputt gemacht. Jetzt läuft das Wachs da umher. Das ist ja immer noch ein arges Thema. Dann macht die Unheil. So, jetzt ist es aber gut. Du kannst kein Unheil mehr machen. Es ist aber gut hier für dieses Jahr. Sehr spannend, schaut lustig aus. Dadurch, dass diese Stille eingekehrt ist und wir in den rauen Nächten in die andere Dimension hinüberschauen können, hast du auch die Möglichkeit, mit Tieren und mit Pflanzen viel stärker telepathisch zu kommunizieren. Die sprechen zu dir. Wenn du ganz bewusst mit ihnen bist und sie beobachtest, kannst du sehen, dass sie dir Botschaften überbringen. Und die Geister kommen natürlich auch stärker als zuvor zum Vorschein dadurch, nicht dadurch, dass es die rauen Nächte sind, die gruselig sind. Das ist eigentlich Aberglaube und
überliefert aus früherer Zeit, aber eigentlich ist das, es sind diese die dunklen Geister und Dämonen, von denen man früher gesprochen hat, nur wahrnehmbarer und sichtbarer, weil die Menschen in dieser Zeit zur Ruhe gekommen sind. Und wir nutzen jetzt einfach mal diese Zeit, weil du auch zur Ruhe kommst, weil du dir auch die Zeit nehmen kannst über Weihnachten, weil du vielleicht Urlaub hast und zur Besinnung kommst. Diese Wesenheiten, die uns nicht beitragen wollen, auszuladen, die nehme ich jetzt auch gleich noch in die Meditation mit rein, dass wir die dahin schicken, wo es ihnen gut geht, wo sie gerne rumgeistern dürfen. Und laden beitragende Lichtgestalten und Heilwesen und aufgestiegene Meister ein, uns beizutragen in den nächsten Nächten, um das einzuladen, was du im nächsten Jahr verwirklichen und eröffnen möchtest. Und jede Rauhnacht steht für einen Monat. Am 25. ist der Januar dran, am 26. der Februar. Und normalerweise hat jeder Tag ein bestimmtes Thema. Das kannst du nachlesen in Rauhnachtsbüchern, in Tagebüchern. Ich werde dieses Mal, letztes Jahr bin ich da ein bisschen nach dem Schema vorgegangen, ich werde dieses Jahr dem folgen, was sich mir zeigt und was Maria Magdalena durchgibt. An Botschaften, welches Thema jetzt gerade ganz präsent ist. Und das Schöne ist, dass wir uns immer abends treffen um 18 Uhr und ich tagsüber schon mit den Energien bin und euch das mitbringe, die Botschaft mitbringe. Und natürlich lade ich auch Maria Magdalena und vielleicht auch noch andere geistige Wesenheiten dazu ein, zu sprechen. Also du kriegst hier keine Rauhnachtsbegleitung von der Stange nach einem bestimmten Schema, sondern ich kombiniere die Bräuche des Räucherns mit dem Channeling. Und mit energetischen Übungen der Hingabe und der Erlösung mit der Christusenergie. Und ein paar Sachen kommen dir vielleicht bekannt vor von Access Consciousness, indem ich Fragen eröffne, hat aber nicht mehr diesen großen Stellenwert wie noch im letzten Jahr, weil ich ohne Tools und Techniken arbeite. Aber das, was sich bewährt, das nehme ich nochmal her. Immer da, wenn es sich zeigt. So, die Konkurrenz macht einen großen See. Sehr schön. So, dann beginnen wir mal mit der Meditation. Aber das muss ich hier noch ausmachen. Manchmal darf man ein bisschen nachhelfen. Seid ihr bereit? Dann macht es euch mal ganz gemütlich. Könnt euch schon in der Decke einmummeln, die Kerze in der Nähe. Dann nimm einen tiefen Atemzug und mit dem Ausatmen lässt du alles los, was du gerade gesehen hast, was verbrannt wurde. Und mit dem nächsten Atemzug holst du dir alles das rein, was du gerne einladen möchtest. Und mit dem Ausatmen lässt du wieder alles los, was noch gehen darf. Und mit dem nächsten Atemzug holst du dir die frische, brodelnde, orgasmische Energie von Mutter Erde
und ziehst sie durch deine Füße, deine Beine, deinen Schoßraum, machst den Schoßraum auf, dass du voll und ganz empfangen kannst, bis hoch zum Herzen. Und mit dem Ausatmen atmest du über den Hals, Kopf, über die Krone aus. Und sendest deine Energie zu deinem hohen Selbst. Und mit dem nächsten Einatmen holst du dir weißes, oszillierendes Licht über deine Krone, den Kopf, Hals, Herz bis zum Bauch, stoppst dort kurz, lässt das Licht in deinem Körper zirkulieren und mit dem Ausatmen lässt du alles los, was nicht mehr zu dir gehören mag und gibst es an die Erde ab. Und dann atme in deinem eigenen Rhythmus. Öffne dein Herz, mach es weit und lass ein Gefühl von Dankbarkeit und Fürsorge entstehen. Für dich, für deine Freunde, für deine Familie, für deine Kunden, für die Menschen da draußen, die dich kennen, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Und verbinde dein Herz mit dem Herzen der Erde. Und jetzt dehnt sich das Wesen in dir in alle Richtungen aus, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, mach dich ganz weit. Über dein Haus hinaus, über dein Ort hinaus, über dein Land hinaus, unendlich weit, größer als die Erde. Jede von euch dehnt sich jetzt gerade aus und ihr werdet euch in der Galaxie wieder treffen als Lichtwesen, wenn ihr ganz und gar ausgedehnt seid. Und dort versammelst du dich mit den anderen zu einem Kreis. Mit allen anderen, die hier an dem Rauhnachtszauber teilnehmen. Und du siehst die anderen Wesen vor dir, ganz ausgedehnt und lichtvoll und groß. Und fass dich an den Händen, auch wenn es vielleicht nur flirrendes Licht ist, du weißt, wie du in Kontakt gehst zu deiner Schwester. Und du verneigst dich vor den anderen, die hier diesem Rauhnachtszauber beiwohnen. Und ehrst sie mit einem Kopfnicken. Schön, dass du da bist. Und in der Mitte dieses Kreises hast du eine große Lichtsäule. In dem heilendes, weißes, oszillierendes Licht sichtbar ist. Und alles, was gerade an Zetteln verbrannt wurde und was noch so in deinem System ist, an dunklen, schmerzenden Erfahrungen, an Emotionen, die dir nicht beitragen, die erlöst werden möchten, kannst du jetzt in diese Lichtsäule geben zur Neutralisierung.
Ich lade dich ein, die Angst, den Zorn, den Ärger, die Trauer, mit ihr noch mal kurz zu sein. Den Unfrieden, die Eifersucht, den Neid, die Missgunst und hier hineinzuführen und zu neutralisieren. Das Licht verdrängt die Dunkelheit. Das Interessante ist, dass die Dunkelheit immer ist, aber das Licht können wir einladen. Und dadurch, dass wir die Lichtsäule aufgebaut haben in unserer Mitte, muss das Dunkle nun weichen. Und in den nächsten Nächten werden wir immer wieder um diese Lichtsäule stehen. Und miteinander sein. Und jetzt kannst du deine geistigen Helfer rufen, deine Engel, die dich begleiten, wenn du möchtest, Erzengel Michael, Vivamus, Saint-Germain, Maria Magdalena, Jesus, wer auch immer bei dir sein möchte. Deine Ahnen. Und lass sie vor dir erscheinen. Sie treten mit in diesen Kreis. Und tragen bei, das Licht noch viel größer werden zu lassen. Maria Magdalena möchte durch mich sprechen. Ich grüße euch, ihr wundervollen Zauberfrauen, die sich heute an diesem wichtigen Tag versammelt haben um die Andrea. Wie schön ist das, dass ihr euch zusammentut, getan habt. Und es ist mir eine Ehre, in diesem Kreis zu stehen. Mein Name ist Maria Magdalena und ich möchte dich heute erinnern an die Liebe und das Licht, das du bist, besonders in deinem Anderssein, besonders in deiner sogenannten Unnormalität, wie es im Außen wahrgenommen wird. Man hat mich zu meiner Zeit geächtet, verfolgt und wollte mich immer wieder umbringen. Und ich habe mich nicht unterkriegen lassen und bin meinen Widersachern mit Liebe begegnet. Und ich möchte dich heute einladen, auch hier an dieser Stelle, in diesem Kreis, aufzuhören zu kämpfen. Die Waffen niederzulegen, niederzustrecken und dich hinzugeben an das Licht, das du bist, an die Liebe, die du bist. Dich daran erinnern, wie kraftvoll und stark du bist. Und ja, du kannst sehr viel ausrichten und mitgestalten für diese Erde.
Auch wenn du manchmal glaubst, du bist nur ein kleines Licht, das bist du mitnichten. Jede von uns trägt einen Anteil von mir, Maria Magdalena, in sich und ist stark und weiblich kraftvoll. Man kann dieses Feuer entfachen, das heller scheint als jede Dunkelheit. Jesus hat mir geholfen, meine dunklen Anteile zu integrieren. Überliefert ist, dass er mir Dämonen ausgetrieben hat, mich heil gemacht hat. Ja, das hat er. Und auch du kannst das. Auch du kannst das, wenn du in dir deine dunklen Anteile bejahst, dich ihnen hingibst, sie integrierst und sie in die Neutralisierung bringst. Ich lade dich ein, jetzt alles, was an dir dunkel ist, in diese Lichtsäule zu stellen, die mir so gefällt, die ist so kraftvoll. Andrea, danke schön, dass du diese Lichtsäule aufgestellt hast. Es ist mir eine Ehre, mich mit euch in diese Lichtsäule hineinzustellen und all diese Anteile zu umarmen, nicht abzulehnen, zu umarmen und sie damit zu erlösen. Von Jesus habe ich gelernt, wie man sich hingibt an das, was immer wieder als Widerstand auftaucht. Neid und Missgunst hatte ich auch und ich habe es nicht gewollt. Aber als ich mich dem Neid und der Missgunst und der Eifersucht hingegeben habe, konnte sie sich lösen. Zwietracht, Disharmonie unter den Aposteln war kein Beitrag. In Liebe bin ich den Männern begegnet, in dieser Apostelrunde, die mich als Frau nicht akzeptieren wollten, an ihrer Seite gleichberechtigt. Doch diese Zeit ist jetzt vorbei. Ich möchte dich aufrufen, dich nicht kleiner zu machen als deine männlichen Kollegen. Das Patriarchat hat ausgedient. Das Patriarchat steht und stand hinter der Angst. Die Zeit ist vorbei, die Zeit der Angst ist vorbei. Bitte gib jeden ängstlichen Anteil von dir in Liebe, umarmt auch in diese Lichtsäule. Ich liebe dich, du Menschenkind. Du bist als Menschenkind inkarniert, aber ich weiß, du bist nicht ursprünglich von dieser Erde. Jede von euch hier in diesem Kreis kommt von anderen Planeten. Ihr seid Starseeds, ihr seid Wesenheiten, die diese Menschen da draußen, die 144.000 durch diesen Wandel begleiten können. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Bist du bereit, deinen kosmischen Auftrag zu leben und die Menschen ins Licht zu führen? Egal, welche Gabe du hast, ob du malst, ob du fotografierst, ob du heilst, ob du berätst, wie man sich gut ernährt, ob du Schamane bist, oder Facilitator. Ob du Gärtnerin bist oder Schornsteinfeger, ganz egal. Du gehörst zu den 144.000, die Menschen ins Licht führen können, denn du weißt, wie es geht. Du kommst aus der Zukunft.
Ich bitte dich, mich an dein Herz zu lassen. Ich möchte es sanft berühren, um es aufzuschließen für den Frieden in dir. Ich werde jetzt zu jeder von euch hingehen, dein Herz sanft berühren und aufschließen, wenn du mich lässt, für den Frieden in dir, der sich im Außen manifestieren wird. Und spüre nach, was sich verändert, wenn sich dein Herz ganz weit macht. Wie viel Platz ist hier für Fülle, für Liebe, für Frieden, Harmonie und genährt sein? Du bist genährt, du bist immer in der Fülle, vergiss das nie. Du bist die Fülle. Das Universum lebt in dir. Es gibt nichts im Außen zu suchen. Alles, alles, was du brauchst, ist in dir. Frage und es wird dir gegeben, heißt, wähle es und du wirst es haben und sein. Verkörpere es, was du in der Welt sehen möchtest. Du kannst es verkörpern, du kannst alles verkörpern, wenn du es dir erlaubst. Ich erlaube es dir und wenn ich es dir erlauben kann, dann erlaubst du es dir auch. Tu mir den Gefallen, Schwester. Ich liebe dich. Und ich freue mich auf die nächsten Rauhnächte mit dir und Andrea, dass ich hier diese Möglichkeit habe, zu dir zu sprechen. Es ist mir eine Ehre. Mein Name ist Maria Magdalena und ich bin immer bei dir, auch an Heiligabend. Erinnere dich daran, wenn es nicht einfach wird mit deiner Familie. Du bist Frieden. Leute, ich brauche ein Taschentuch. Ihr dürft langsam aus der Meditation wieder zurückkommen. Ich hole mir ein Taschentuch. Das hat mich sehr berührt. Wie geht es euch, ihr Lieben? Ich plane ja nichts mehr und ich weiß immer gar nicht, was da alles durch mich durchkommt, aber das war mächtig. Schön, Tränen kullern, ich bin weit, Gänsehaut. Mir sind auch die Tränen gekommen, sehr berührend. Das ist oft beim Channeln so kraftvoll, dass ich meine, dass ich die Emotionen nicht halten kann und ich will das auch nicht. Weil dann in dem Moment löst sich bei mir auch so viel.
Wenn wir dieses Licht, was wir eingeladen haben, halten möchten, dann lade ich euch ein, eine Kerze aufzustellen, ins Fenster zu stellen oder irgendwo habt ihr wahrscheinlich eh auch die Lichter des Adventskranzes, den ganzen Tag scheinen zu lassen. Damit unterstützen wir es. Und wenn ihr die Wesen draußen, die Tiere ehren möchtet und mit teilhaben lassen möchtet, dann stellt ihnen eine Schale mit Brotkrumen raus oder für die Vögel was zu naschen, Sonnenblumenkerne. Ja, ne? Berührend von Maria Magdalena am Herzen berührt zu werden. Puh. Es war so stark spürbar. War so berührt, da meine Tochter auch einiges loslassen wollte. Wow, so schön. Ja, kein Widerstand. Ich bin gespannt, wie es am 25. wird. Wir treffen uns da wieder um 18 Uhr mit dem Räucherwerk. Ich werde jetzt räuchern, bevor ich den Ofen anmache, mir ein leckeres Mahl zubereite. Macht's euch auch schön und genießt die Wintersonnenwende in Besinnlichkeit. Oh, ist das schön, Melanie. Plötzlich wird es ruhig um mein Herz. Ich war auch die letzten Tage etwas aufgewühlt und angespannt und ich merke jetzt auch, wie ich zur Ruhe komme, schon seit ich in der Wanne war, denn Maria Magdalena war da schon bei mir. Kennt ihr das? Ihr liegt in einer ganz heißen Badewanne und plötzlich kriegst du Kälteschauer. Das ist für mich immer das Zeichen, dass Geistwesen bei mir sind oder dass sie bei mir ist. Und du kannst auch deine geistigen Helfer, die du gesehen hast, die noch mit in dem Kreis standen, ehren und ihnen Danke sagen, dass sie dich begleiten. So, ganz andere Rauhnächte als letztes Jahr, das merke ich schon, das wird wow, wow. Habt ihr Lust, eine Delle ins Universum zu hauen und das in einer ganz friedlichen Delle ins Universum hauen? Klingt immer so intensiv und aggressiv. Intensiv ist es. Aber das in Liebe und in totalem Frieden für viel mehr Leichtigkeit durch diese Besinnung auf das, was wir uns wünschen. Gemeinsam. Genau, friedliche Dellen hineinklopfen. so schön, ihr Lieben. Und wenn ihr noch jemanden mit dazu einladen wollt zu den Rauhnächten, ladet die Leute gerne ein. Ich kann auch Gutscheine ausstellen noch für Weihnachten. Ich freue mich sehr. Wenn noch mehr Menschen hier mit reinhüpfen. Danke, dass ihr da seid. Danke für diese kraftvolle Zeremonie mit euch. Ohne euch wäre das nicht möglich. Habt einen schönen Abend.